Herzlich willkommen zu einer Runde mit Neo, der zweiten Runde mit Neo, um genau zu sein, denn ihr wolltet noch mal was sehen. Ich war noch mitten im Tutorial, aber ich habe mich gar nicht so dumm angestellt, hat der eine oder andere von euch gesagt. Gehen wir direkt rein. Das ist mein Charakter. Ich habe ihn mittlerweile jetzt ein, zwei Stunden hingezüchtet. Ich habe nicht weitergespielt, sondern wir haben ja eben zusammen schon ein bisschen eingespielt. Und das ist seine aktuelle Form. Er sieht mittlerweile selbst aus wie einer der, die er sonst bekämpft hat. Er wurde selbst zum Ritter. Ja, er hat noch einen dummen Hut. Ja, so ein plattgedrückter Kochtopf. Und passt nicht. Das passt überhaupt nicht. Ist zwar stilvoll, schützt gegen den Regen, aber nicht gegen einen Axthieb zum Beispiel. Deswegen werde ich diesen Hut jetzt absetzen. Er hat mir sehr viel Freude und Glück gebracht, aber es endet irgendwann. Und ihr seht schon direkt, kurz mal als Vergleich, das ist der Hut, den ich aufhab. Ihr seht da noch immer natürlich sehr bequem an den blauen Pfeilen nach oben. Die sagen mir, ohne dass ich viel nachdenken muss, das ist eine gute Idee, diesen Großhelm aufzuziehen. Jetzt sieht er halt nicht mehr so hübsch aus. Aber dafür ist er geschützt für jegliche Art von Gefecht und Geschlechtsverkehr. Und hier ist mein erster Gegner. Den kennt ihr noch, denn der hat mich beim letzten Mal einmal getötet. Dann wiederum bin ich aber auf ihn zu. Und jetzt habe ich schon gleich irgendwie Scheiße gebaut. Ah, okay, wie geht nochmal anvisieren? So, jetzt sind die alle auf mich aufmerksam geworden. Dabei sehe ich doch aus wie einer von ihnen. Ich dachte, ich wäre perfekt getarnt. War ich aber nicht. So, der kann aber wirklich nichts, weil jetzt habe ich auch noch diese starke Streitaxt. Wenn ihr euch erinnert, scheiße. Ich bin irgendwie noch voll im For-Honor-Modus drin, wo man das schnell mal machen kann. Zwei, dreimal zuhacken, wenn man einmal getroffen hat. Hier geht es aber gar nichts. Unerbittlich. So. Ich bin mir natürlich noch nicht ganz sicher, wie viele Moves es eigentlich gibt. Ich habe das Gefühl, im Moment reduziert es sich auf zwei, drei Kombos, die man hat. Vielleicht habe ich aber auch noch nicht genug Erfahrung gesammelt. Apropos Erfahrung, viele haben mir beim letzten Mal gesagt, oh, das ist gerade gar nicht, ich müsste aufhören zu reden. Viele haben mir nach dem letzten Mal gesagt, dass man im Tutorial noch keine Seelen sammelt oder irgendwas Vergleichbares, denn es handelt sich hier ja um ein Souls-like-Spiel, also ein Spiel, was so ein bisschen den Stil von Dark Souls atmet. Aber das scheint wohl noch zu kommen. Oder etwas Vergleichbares. Das weiß ich aber auch noch nicht so genau. Na komm, erstmal den Dicken weg. Wenn der Dicke weg ist. So. Wunderbar. Jetzt ist schon gleich leichter. Bud Spencer und Terence Hill wäre auch ohne Bud Spencer nichts. Beziehungsweise Terence Hill wäre nichts ohne Bud Spencer. Weil, wenn der Dicke erstmal weg ist, da ist er nur noch ein frecher, dünner, schlaksiger Blondling. Da kannst du keinen Blumentopf mit gewinnen. Apropos Blumentopf, den hat er auf dem Kopf, aber nicht mehr lang. Der hat viel zu spät seine Waffe gewechselt. Da stolpert er runter. Tot. Wäre gar nicht nötig gewesen, da hätte ich gar nicht hochgehen müssen. Aber ich bin gerade im Score-Wahn. Ich versuche ein wenig aufzuleveln. Nein, das sind zwei. Das war ein dummer, arroganter Simon-Fehler. Jetzt sind die beide auf mich aufmerksam geworden. Ich wollte eigentlich ein bisschen leveln, ein bisschen gucken, wie das so. Natürlich passiert das. Na gut, ist nicht schlimm. Ich habe kurz vor diesem Kampf gespeichert und ich habe mittlerweile einen anderen Speicherplatz. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir letztes Mal ganz am Anfang waren. Jetzt habe ich hier in dieser bequemen Halle, der man auch gut ein Techno-Konzert veranstalten könnte. Habe ich gespeichert. So, wie er überhaupt nicht auf die Stamina achtet. Ich checke mal in den Chat ab und zu. Ich achte schon drauf. Ich bin nur im Moment, wie gesagt, ich bin in so einem. Bei For Honor hat man ein paar Schwinger mehr Zeit, bevor die Stamina zu Ende ist. Aber ihr habt natürlich recht, ich muss da deutlich besser werden, auch viel mehr dashen. Hoffentlich hat mich jetzt der andere Kollege noch nicht gesehen. Nein, hat er nicht. Doch, hat er. Aber der hat die falsche Waffe. Denn eine Armbrust kann man nicht die Treppe runterschießen. Sagte schon meine Oma und sie hatte recht damit. Denn hier bin ich sicher. Jetzt sieht es ein bisschen lame aus, wie ich hier einfach nur auf der Treppe so rumkrebse. Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gleich mal ein bisschen Energie nehmen. Na komm, Säule, Säuli, mein Freund, Säuli. Scheiße. Okay.
Na, kommt da noch einer? Ich muss das mal üben mit dem Decken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da war die Kondition durch zweimal Schläge abwehren schon verbraucht. Da muss ich auf jeden Fall wertetechnisch ein bisschen was machen. Zack, kann ich auch. Oh, jetzt hat er keine Kondition mehr. Das ist der perfekte Moment, um zuzuschlagen. Steh auf! Oh. Ich hätte ihn eigentlich gerne erledigt. Während er liegt. Richtig schön unfair. Das Bastardschwert brauche ich nicht. Was hier als drittes Medizin, nehme ich. So, kurz mal die Beinschienen wechseln, bevor ich mich in den nächsten Kampf wage. Denn hier seht ihr, ist einer ein bisschen besser. Immer die neueste Mode auftragen. So muss das sein. Bei Nio. So, jetzt gucke ich mal kurz in den Chat. Achte mir auf deine Ausdauer. Entweder ist im Chat nichts passiert oder die Leute sagen immer dasselbe, wenn ich reingucke. Weniger dashen. Oh, okay. Oh, das Spätum hätte ich jetzt nicht nehmen müssen. Weniger dashen. Na, okay, das werde ich mal gucken. Aber da darf ich noch mal dashen. Oder dash! Hat er nicht mit gerechnet, dass ich so schnell bin. Einstein. Den lasse ich mir nicht zweimal anbieten. Ja, ihr habt recht, ich nehme eine sehr langsame Waffe, aber wie ihr sehen könnt, an den vielen Blutflecken weiß ich, sie zu schwingen. So, was steht da noch? Wenn die Gegner keine Stamina mehr haben, angreifen für Finisher. Okay, ich nehme an, dass der Finisher dann mehr Energie abzieht, wenn die Ausdauer gering ist. Müssen wir nochmal ausprobieren. Da ist wohl der Endgegner. Oh, das wird heftig. Derek, der Henker. Der sich absolut nichts Schenker. Nicht bekannt als der Denker, doch ganz sicherlich als der Lenker. Denn niemand würde Derek, dem Henker, den ersten Platz im Familienvan am Lenkrad abnehmen. Auf dem Weg zum Phantasialand, weil er so groß ist. Das war ja lächerlich. Du bist, was soll das sein? Ein Endgegner für Ameisen? The man with the guardian spirit. If I die, the secret of the stones dies with me. Let me show you what these stones can do. Behold. Oh. It's time for your execution. Oh, Scheiße. Alter, das ist unerwartet und Scheiße hoch 2. Scheiße im Quadrat. Die Wurzel aus Shit. Okay. Naja, wobei, der hat auch so viel Ausdauer und der hat eine Axt. Ist die Axt gerade mitgewachsen? Das ist ja unfassbar. Okay, er dasht. Wenn ich haue, verliert er Ausdauer. Ja, aber gleichzeitig gewinnt er an Wut. Ich muss mir das erstmal ein bisschen angucken. Das Pattern. Wie wir Dark Souls Profis und Speedrun Profis sagen. Das ist ein sehr einfaches Pattern. Ne? Da kann ich sehr leicht mit. Oh, das war nur, um zu testen, wie viel Energie er mir abzieht. Jetzt weiß ich, er zieht mir nahezu alles ab. Aber die kleinen Schlitzis, die gehen schon. Seht ihr? Zack, zack. So, Amputation. Ach. Gold.
Tauchen mit der Ritterrüstung. Das wird keine Trendsportart 2017. Na gut, wenn die Feder das sagt, dann sterbe ich heute nicht. Tieftauchen mit der Ritterrüstung, das wäre eine gute olympische Sportdisziplin. Wird nur eingeschränkt dadurch, wie tief es nach unten geht. Aber immer Weltrekord. Und jeder nur einmal tauchen. Ach ja, viel Spaß. Es geht offensichtlich weiter mit den Piraten der Karibik. During 2 years' voyage, the Hellof was lost. The Trau sank, while the Hope vanished without a trace. The good news of the Blider boats hap was nothing but lies. Only Leifda remained. Ja, aber eine schlechte Quote. Einmal segeln, vier Schiffe verlieren. Twist. But what awaited us in the Far East wasn't love. It was monsters and death. Es war der Titel dieses Spieles. Es heißt Neo oder auf Japanisch Neo. Wahnsinn. Das war ein sehr einfacher Endgegner. Ihr habt gedacht, ich habe damit Probleme. Ach, gucken wir mal ganz kurz auf den Kill-Counter. Was sagt er denn? Ah, da ist nicht viel passiert. Der kann sich gehackt legen. Ich kann ihn killen, den Kill-Counter. Kill! Ta-ta-ta-ta! Seht ihr? Hat er keine Ausdauer mehr gehabt. Bin gespannt, wie es weitergeht. Das war auf jeden Fall schon mal nett. So ein netter Einstieg. Ich meine, ich weiß natürlich, dass das jetzt alles Tutorial war. Soll mich so ein bisschen auf die Dinge vorbereiten. Wie die Ausdauer, wie die Energie. Wie auch, ihr habt es mir gerade im Chat gesagt, 70% maximale Ausrüstungsschwere. Das Gewicht also der Rüstung darf nie mehr als 70% sein. Finde ich interessant, muss ich mir merken. Werde ich drauf achten. So, jetzt geht's weiter. Und ich drücke X. Jetzt kann, ich kann mir das aussuchen. Hier, Katana, was will ich da? Körper, Ausdauer. Oh, das Kusarigama ist eine sehr, sehr filigrane Waffe. Wird gern dazu benutzt, um Fugu zuzubereiten. Ah, schnelle Attacken im Nahkampf, geschleudert, Reichweite erhöhen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Katana ist aber irgendwie schon so ein bisschen der Klassiker. Nein, zwei Schwerter. Nichts geht über Doppelkatana. Soll ich eine weitere Waffe wählen? Welche würde ich nehmen? Dann nehme ich jetzt aber das Kuma. Oh, was ist noch? Ein Wolf. Schutzgeist des Elements Feuer stärkt die Angriffskraft derjenigen, die unter seinem Schutz stehen. Angriffskraft. Feinde besser wahrnehmen oder Ausweichfähigkeit. Das mag ich. Schön immer abhauen. Jetzt mache ich mein Tagebuch mal zu. Ist eine nette Idee, um den Charakter zwischen den Missionen weiterzuentwickeln. Und damit geht's ab ins richtige Spiel. Dieser Dojo ist ein Trainingsgelände für Samurai und erfüllt von Blut, Schweiß und den Tränen unzähliger Krieger, die hier ihre Techniken verfeinert haben. Das ist hier wie's Reddit. Oh. Hier wohne ich. Auf diesem Gelände finden die allabendlichen Orgien in meinem Dojo statt. Hier oben da auf dem, da sind meine Schwerter und da ist meine Lieblingskiste. Ganz rechts. Das sieht aber optisch
nicht ganz so doll aus, wie es wahrscheinlich könnte. Aber Grafik ist nicht alles. So, jetzt soll ich auf dem Kompass das Ziel auf dem Kompass finden. Ich weiß das, aber ich möchte mir trotzdem meinen Park, ist mein Park. Ich habe den angelegt, ich habe den bezahlt und deswegen kann ich da auch drin rumlaufen. Wofür hätte ich den denn sonst, wenn ich ihn euch jetzt nicht zeigen könnte, meinen Stolz? Jeden einzelnen Kiesel habe ich da hingelegt. Und nu? Wie komme ich denn jetzt auf die andere Seite? Soll ich einfach die Wand durchbrechen? Oh, hier ist was Interessantes, ja. Wir nehmen schon mal ein Holzschwert. Und ein zweites Holzschwert geht nicht. Habe ich nur eins. Na gut. Jetzt hätte ich natürlich schon mal meine Waffe aktivieren sollen. Wie geht das nochmal so? Dash, Schlag! Ha! Dash, Schlag! Mit Holz! Mit einem Schwert aus Holz habe ich die gerade vernichtet. Da kommst du aber nicht nach Valhalla. Der Himmel aller Samurai. Oh, der versucht sich zu tarnen durch die Säulen. Der alte Trick. Da falle ich nicht drauf rein. Machst du auch irgendwas? Bist du wirklich nur zum Hacken gekommen? Na gut. Ich kann mit dem nächsten Tutorial fortfahren. Wie? Ich will die Steuerung nicht nochmal lernen. Ich habe sie doch gelernt. Das ist ein komischer Moment, finde ich, um jetzt noch mal die Grundlagen der Steuerung durchzugehen. Vielleicht brauche ich sie, das will ich gar nicht ausschließen, aber rein dramaturgisch, bisschen ungewöhnlich. Wie soll ich denn ohne Verteidigung und weiche und harte Schläge überhaupt so weit gekommen sein? Ha! So, jetzt lerne ich fischen. Nee. Jäten. Hohe Haltung. Es gibt verschiedene Haltungen. Okay. Das ist aber neu. Das ist aber echt neu. Ah, das ist ja geil. Das ist ja richtig geil. Zack, zack. Moment. Ah. Das ist schon irgendwie cool. Da hat jetzt plötzlich das ganze Spiel an Tiefe gewonnen, innerhalb weniger Sekunden. Und jetzt kann man es natürlich schon ganz gut, finde ich, auch mit zum Beispiel For Honor vergleichen. Ich weiß nicht, was das Spiel an sich angeht, aber was diese Finesse der verschiedenen Haltungen und ihre Auswirkungen auf die Move-Palette angeht. Oh, der war schön. Da ist einer vom Baum gefallen. Asiaten aus dem Baum. Das ist doch verrückt. Was für eine Zeit leben wir hier. Okay. Oh, jetzt probiere ich hier nochmal die vierte Haltung. Sind es am Ende sogar mehr Haltungen als zum Beispiel in vorne. Hey, den Scheiß habe ich da extra rein. Das ist hier so eine Heuschrecke. Nee, wie heißen die? Fuhlschreck. Ja, dann nehme ich halt dich. Packe ich dich auf den Stock. Stell dich hin. Die werden den Unterschied nicht merken. Während sich die blauen Lichter nach einem Angriff um dich sammeln. Ein KI-Impuls stellt dein Ki wieder her. Die Menge vom Timing, Höchstmenge wird bestimmt. Okay, probieren wir mal.
kann man also noch extra Key kriegen. Ja, aber brauche ich nicht einen Gegner dafür? Ja, ist nicht schön zu lesen hier im Chat. Ich will Simon bluten sehen. Sachen, die er hier schreibt. Wollt ihr nicht einfach mal den Simon gewinnen sehen? Wollt ihr nicht einfach sehen, wie der Simon absolut souverän jede Situation meistert, die sich ihm bietet, als leuchtendes Vorbild für euch, die das dann nachmachen im täglichen Leben? Überlegt euch das. Ja, Leute, das... Ich weiß es, aber es ist kein Gegner mehr da, weil ich so gut bin, dass ich sie alle ausgelöscht habe. Ist noch irgendwo am Baum einer. Es ist ganz komisch. Ich guck mal in den Chat, wenn ihr eine Idee habt, wie ich hier rauskomme, dann sagt es mir. Ach, dafür ist es gedacht. Das sind die blauen Lichter. Ah! Kann man das auch mit... Okay, das ist gerade... Bin mir gar nicht sicher, ob ich das kombinieren kann. Ob ich eine Combo machen kann und in jedem einzelnen Schlag dieser Combo immer die Energie noch extra aufsaugen kann. Und ich habe nicht drauf geachtet, was die eigentlich bewirkt. Wenn du dich im Yokai-Reich befindest, ist deine Ki-Regeneration stark verlangsamt. Im Gegenzug ist die Kraft der Yokai hier deutlich höher. Regeneriert die maximale Ki-Menge durch den erfolgreichen Ki-Impuls im Yokai-Reich, entfernt außerdem den Schmutz des Yokai-Reichs und bringt dich wieder in den normalen Zustand. Okay. Okay, ich werde vom Schmutz gesäubert. Ah, okay, ich muss den... Verstehe ich nicht. Ich hau ihn und danach tue ich ja ein. Sammle meine Energie. Und ich... Ah, okay. Krieg ich... Ups. Naja. Oder? Ja. Und dann nicht gedacht damit, oder? Nicht gerechnet, dass ich schnell mal einen Dash nehme. Ah, jetzt auch noch die Holzaxt. Und meine Holzaxt. Da ist sie. Lieber Hilfstext, ich habe das längst gemacht. Du bist ein bisschen zu spät. Ich habe sie doch ausgerüstet. Soll ich beide ausrüsten? Okay, vielleicht geht's darum. Zack. Also jetzt verstehe ich so langsam das ganze System, was dahinter ist. Indem ich eben R1 drücke, kriege ich Ausdauer zurück, was wiederum im Umkehrschluss dazu führt, dass ich schneller zuschlagen kann, also mehr, häufiger zuschlagen kann. Jetzt kommt auch noch Schießen. Das ist schon ganz schön viel auf einmal. Das werde ich mir noch nie merken können. Habt ihr mir gerade nicht zugeguckt? Okay. Pfeile kann ich nicht mehr tragen. Luntenschloss. Das ist eine Knarre, oder? Ja, das ist eine Knarre. Oder ein Langbogen. Okay. Ah, okay, mit. Super. Ja, ist schon ziemlich cool gemacht, wie vorne die Lunte brennt. Soll ich denn jetzt auch schießen? Okay. So, ihr habt mich drum gebeten, das mache ich gerade mal. Ah, nee, ich mach's gleich in der Werbung. Ihr wolltet, dass ich die
Optik ein bisschen runterdrehe, die Helligkeit ein bisschen runterdrehe. Ich habe sie nämlich, weil es beim letzten Malen zu dunkel war, wieder hochgedreht. Jetzt werde ich sie gleich runterdrehen. Das mache ich aber nach der Werbung. Nach der Werbung gibt's außerdem: Simon spielt das Tutorial weiter. Simon schafft es, alle Moves zu lernen. Simon ist weiterhin begeistert, dass er 4 verschiedene Sachen machen kann, obwohl er schon für eine zu doof ist. Ihr schaut ihm dabei zu. Das alles gleich. Und noch viel mehr. Nee, ist gelogen. Genau das. In Nioh. Hi, wir spielen weiter Nioh. Wir haben so viel gelernt. Wir haben gelernt, mit 2 Schwertern zu kämpfen, sogar mit einem Schwert und einer Axt. Wir haben gelernt, mit einer alten Muskete zu schießen. Und wir haben gelernt, mit Pfeil und Bogen zu schießen. Das habt ihr jetzt nicht gesehen, das habe ich in der Werbung gemacht. Und jetzt lernen wir, als ob das nicht schon genug wäre, auch noch Folgendes: belebte Waffen. Ich mache mal das Video an. Man schmiert dadurch seine Waffe mit einem beliebigen Schutzgeist ein und der sorgt dann für flammendes Inferno im Herzen eurer Feinde. Belebte Waffe bei voller Amrita-Anzeige. Diese beiden Buttons drücken. Das ist Pyramide und Mond. Das sind die beiden Buttons, Pyramide und Mond. Gleichzeitig drücken. Kriegen wir hin. Habe ich denn schon volle Anzeige? Ja. Oh, ein Vogel! Da nennt das Grün, das mein Schwert, meinem Schwert inne wohnt. Sonst habe ich alles geschafft. So, ich habe es dunkler gemacht, weil ihr euch beschwert habt. Solltet ihr es jetzt zu dunkel finden, müsst ihr was sagen. Dann stelle ich höher. Oder vielleicht mache ich auch gar nichts. Vielleicht sage ich auch einfach nur, ich hätte hoch oder runter gestellt. Das ist nämlich alles nur in eurem Kopf. Kuroshima ist eine kleine Insel vor der Küste von Uzuki in der Provinz Bungo auf Kyushu. Oh, schon fertig geladen. Gut, dann halt nicht. So, jetzt ist die Frage, ob es euch zu dunkel ist. Ein paar Leute sagen schon die ganze Zeit, Moment, wie geht das hier nochmal? Oh, nee, so nicht, so nicht. Was tue ich denn hier? Nein, nicht das. Wie komme ich denn nochmal in das? Ah, so. Natürlich. So. Stelle ich nochmal gerade ein wenig heller für euch. Dann reicht's aber. Bitteschön. Das hat jetzt echte Witcher-Anleihen. Da gibt es ja dann auch immer die Prügeleien. Aber die wirken da ein bisschen wuchtiger noch. Also hier ist es doch schon sehr. Es gibt einen Finisher. Ich weiß gerade nicht, wie. Er wurde mir gesagt aus dem Chat, dass es ihn gibt. Ich habe ihn aber vergessen. Gucken wir mal, wann ich den das nächste Mal anbringen kann. Wobei ich nicht weiß, ob das ohne Waffen überhaupt funktioniert. Schau mich hinter dir. Tam! Und nochmal einen Schuh in den Kopf. Und jetzt von ja, genau, richtig fair. So macht man das immer auf den liegenden Gegner drauf. So. Wenn man einen mit den Fäusten umbringt, gibt's kein Fairplay. Da ist es dann eh egal. Kann man auch auf den Kopf drauf, weil dann ist eh zu spät. Aha, da ist noch einer. Jetzt brauche ich aber langsam mal eine Waffe. Vielleicht habe ich sogar schon eine Waffe. Andererseits... Oh, okay, hätte ich vielleicht doch machen sollen. Jetzt hätte ich vielleicht doch eine richtige Waffe nehmen sollen. Oh. Kacke. What a cack. What a cack. What a fat cack in my yard.
Ah, ja, okay. Jetzt wird das nochmal besser gemacht. Was ist denn da oben auf dem... Das ist aber süß. Guck, so ein kleiner... Wie wenn man... Also, es gibt Redaktionen, wo ich war, wo Schüsseln mit Dingen waren, die sich irgendwann zu sowas entwickeln. Weil Leute Sachen liegen lassen. Für Jahre. Selbst der Nachmieter sie nicht wegräumt. Man kann sogar seinen kleinen Arsch sich angucken. Kann man das? Ein bisschen. Wenn der kackt, ist die dann grün? Oder ist die braun wie bei uns normalen Menschen? Das sind Fragen, die leider in Videospielen viel zu selten beantwortet werden. Ich hoffe, euch ist es das bewusst, dass ihr da ganz, ganz bewusst in die Enge geführt werdet. In die Irre. Okay, das habe ich jetzt genommen. Was ist das hier? Ist auch nochmal was? Ein kleiner Geisterstein. Damit kann ich meine Waffe einreiben. Jetzt nehme ich, habe ich denn ja, wirklich keine Waffen? Das kann ich irgendwie nicht glauben. Wer geht da in der Regie? Ich höre das. Ich habe hier den Genalarm aktiviert. Ja, die Regie denkt, sie wäre unbeobachtet. Aber meine Augen und Ohren sind überall. Es war sogar nur ein Tipp. Steffen, ich wusste nicht, dass du wirklich gegähnt hast. Jetzt bin ich empört. Aber während dieser königlichen Unterhaltung. So viel Skill, so viel Spannung. Ja. Da musst du, kannst du jetzt mal hier den Todescounter, hast du da mal an den gedacht? Hast du den mal abgegradet? Ich glaube nicht. Scheiße. Das ist ärgerlich. Es fing so gut an. Und jetzt renne ich hier rum und krieg's nicht gebacken. Oh, es geht auch hier lang. Erstmal die Kisten mit meinen bloßen Fäusten ein. Da komme ich leider nicht hoch. Es sei denn, er kann springen? Nein, das hat er noch nicht gelernt. Springen lernt man erst zum 30. Ah, okay, dann halt nicht. Simon, streng dich an und rüste deine Waffe aus. Wollen wir mal gucken, was ich machen kann. Habe ich denn überhaupt irgendwas Sinnvolles? Hier sind noch ein paar Bindungen, den Stein, das habe ich alles schon gemacht. Den Geisterstein werde ich gleich benutzen. Bald, Moment, wo ist er? Da. Kann ich den jetzt... Hat das so funktioniert? Nee. Ach, das war einfach nur... Okay. Ja, ich dachte... Das ist für meine Waffe, war es aber gar nicht. Ah, zurück. Dumm. Wieder mal die Ausdauer. Und dann bleibt auch mal kurz stehen. Die Ausdauer nicht beachtet. Vase! Ich hasse Vasen. Konnte ich noch nie leiden. Jetzt habe ich wieder vergessen, diese Timing-Geschichte auszuführen, wenn die blauen Strahlen kommen. Werde ich beim nächsten Mal versuchen, ist das hier, das Rennen. Kann ich darüber rennen? Das sieht wichtig aus. Aha, Rückkehrer bekämpfen, ach warum nicht. Wer ist der? Ziegel? Hui, geh ich links, geh ich rechts. Du weißt es nicht. Aber es scheint dir auch egal zu sein. Fuck. Okay. Ja, ich verstehe. Das war nicht so gut. Ja, das war einfach zu verplant und zu hirnlos. Aber jetzt weiß ich es ja, dass ich mich mit dem besser noch nicht anlege. Oder renne ich einfach nochmal hin. Ach komm, scheiß drauf, was soll der Geiz? Ich renne nochmal hin. Das machen wir jetzt nochmal. Aber richtig. Na gut, den hole ich mir vorher auch noch. Alter, fing ja direkt an. Stets bereit für den Kampf. Da ist der Kopf leider ein bisschen deplatziert. Aber wahrscheinlich hat er es verdient. Ah, okay, so kann ich meine Erfahrungspunkte oder was immer das ist, was ich hier finde, wiederholen. Das ist gut zu wissen. Immer schön in der Nähe
des Startpunkts oder der nächsten Speicherstätte bleiben. So, jetzt komm doch mal her. Kann ich denn nicht jetzt schon die Waffen? Aber ich habe leider keine Fernkampfwaffen. Na gut. Da. Na, da sind noch viel mehr, wo der herkommt. Es ist zu lustig. Habe ich ihn gefinished. So. Ach, Entschuldigung, ich bin ja da. Oh, ihr sagt mir gerade, zieh die Rüstung an. Ja, ich... Naja, Rüstung. Oh, da ist ja sogar ein. Ich dachte, das Matrosenhemd wäre alles, was ich habe. Aber ich habe tatsächlich schon, ihr seht, ein paar Sachen. Oh, nicht schlecht, das hilft mir. Sehr gut. Ich bin mir nicht sicher, wo steht denn meine, ja meine, also wie schwer der Kram ist, den ich trage. Das würde mich mal sehr interessieren, damit ich nicht weiß, damit ich nicht zwei Waffen trage und die vielleicht mich eher langsamer machen. Na gut, können wir jetzt nicht wissen, werden wir rausfinden. Aber ich nehme an, ich habe keine fette Rüstung, das müsste eigentlich noch gehen. Oh, das war ja super gut. Shit. Ja, wenn man richtig... Wenn man sein... Wie heißt das? Key? Wenn man sein Key richtig sammelt. Ah. Finishen! Naja, egal. Hat mich hingehauen. Aber muss ja auch nicht. Da ist er hin. Der alte Pirat. Und er hatte nichts gespart. Die Zeit war hart. Doch er war zu zart. Ah, heiliges Wasser. Ja, sehe ich doch was funkeln. Nanu? Also jetzt wollt ihr mir ernsthaft erzählen, dass diese wackelnde Grüne... Ja, sag ich doch. Okay. Das Daumenkind. Da geht's lang. Okay. Und weg ist er. Wenn es doch nur mit allen so leicht gehen würde. Jetzt räume ich hier ein bisschen auf. Ich finde, in dieser Hütte ist kaum Platz. Das muss ich ändern. Ist diese Kiste für mich? Warum ist die auf? Na gut. Erstmal ein bisschen Energie. Ich kenne natürlich die Haltungen an sich jetzt noch nicht, was ihre Vor- und Nachteile angeht. Oh, das ist ein schönes Bild. Da hätte ich in meiner alten Spieleredakteurszeit hätte ich genau so ein Bild gemacht. Katsching. Klick, klick, klick. Ja, jetzt nochmal von der Seite. Klick, 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 klick. Oh nein, der scheiß Baum ist im Weg. Vielleicht, wenn ich hier so rübergehe. Nein, Kamera spielt nicht mit. Das sind die alltäglichen Probleme von vielen Redakteuren. Übrigens, wir sind in der Maniac. Wenn ihr alles mit Rocket Beans sammelt, was ihr solltet, dann könnt ihr euch gerne auch mal die neueste Maniac angucken. Heute rausgekommen für Abonnenten. Alle anderen können sich es wahrscheinlich auch heute kaufen. Weiß ich nicht. Zack. Oh, der Drang, der Vorner-Drang in mir, ihn runterzuwerfen. Oh, es klappt sogar. Er war so hoch. Moment, ich dachte, ich hätte gerade eine Fernkampfwaffe eingesammelt, aber scheinbar dann doch nicht. Ach, okay, sowas meinen die. Ah, oh, schwierig, nehme ich die Axt, aber ich mag den Doppel-Uchigana oder wie das Ding heißt.
Doppel-Uchi-Gatana. Doppel-Uchi-Gatana. Also ein Katana nur mit Uchi. Uchi-Gatana. Okay. Kann ich hier runter? Soll ich hier runter? Ach, da habe ich jetzt auch die Kette. Ja, jetzt bin ich ja echt mal gespannt. Oh, das sieht gut aus. Das gefällt. Gefällt dem Simon. Eine Waffe, bei der man sehr viel koordinieren kann, muss und sich leicht verletzen kann. Ja, der Chat sagt es richtig zum Thema Maniac. RBTV-Fans greifen zu, alle anderen lesen Probe. Kann man eigentlich zu jedem Spiel mittlerweile sagen. Weil die Spiele nicht mehr richtig scheiße sind. Weil alles gut ist, wenn man sich begeistern kann dafür. Zack, 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 zack. Oh, geil. Das macht richtig Bock. Da verstehe ich gar nicht, warum die Leute mir sagen, ich soll aufleveln. Im Chat. Weil eigentlich sieht es doch so aus, als ob ich... Zumindest, als ob mein Skill, meine Waffen, das meine ich, als ob meine Ausrüstung gut mit dem klarkommt, was hier gerade so mir entgegengeworfen wird. Das funktioniert schon ganz gut. Man kann auch so schön schnell seine Klamotten wechseln. Oh, habe ich jetzt eigentlich keine Hose an? Na doch, trotzdem eine Hose. Na gut, okay. Ich wollte gerade den Stein essen. Ich wollte gerade in den Heilstein. Ich verliere meine Erfahrung beim Tod. Oh, fuck. Das ist nicht gut. Das lese ich gerade in dem Moment meines Todes. Das heißt, ihr seht es unten rechts. Null. Scheiße. Na ja, gut. Jetzt weiß ich es. Ah, sie braucht ein bisschen beim Aufladen, braucht ein bisschen extra Zeit. Aber dann haut sie da ziemlich gute Kombos raus. Und oh, der Kollege ist jetzt auch endgültig weg. Gut zu wissen. Die behält man also. Oh, shit. Oh, so ein Ding möchte man echt nicht ins Gesicht kriegen. Ne? Sieht man am nächsten Tag echt doof aus. Deckt aber sich ganz gut. Jetzt ist allerdings auch seine... Wie geht denn hier nochmal finishen? Wie geht das überhaupt mit dieser Waffe? Ja, man hat ihm dann so mehr oder weniger die Ausdauer weggepustet. Ihr seht es ja. Und jetzt hat er wieder neue. Und dann kann er weiter decken. Oh Gott, ist das, war das sein Kopf? Das ist ja... Oh, ist ja wirklich kaum zu glauben. Kann ich dich finden? Das muss ich wirklich nochmal lernen. Ihr müsst mir nochmal sagen, falls ihr das wisst. Ich vergesse es immer wieder. War es Pyramide, war es Mond, war es Kasten oder war es Kreuz? Die vier Sony PlayStation Tasten. Durch. Er ist unstoppbar. Sie wollten ihn stoppen, doch er war nicht zu stoppen. Er ist unstoppbar. Das ist schon, also eine fiese Waffe. Oh, da kann ich speichern. Ihr sagt Dreieck fürs Finishen, sobald er markiert ist. Werde ich mir merken. Da wollte er mich von der Seite. Das ist eine gute alte Dark Soulsche Falle. Hast du gedacht, dass ich darauf reinfalle? Wäre ich auch beinahe. Scheiße, scheiße, scheiße. Dringend Haltstein. Zu viele. Du musst doch eigentlich... Genau. Du hast doch gar nichts mehr. Warum bist du überhaupt so frech? Mit so einer kleinen, kurzen Energieleiste wäre ich aber ganz, ganz ruhig, mein Freund. Scheiße. So. Der Ort meines letzten Triumphes. Du denkst, du kannst hier gegen mich antreten? Geil. Jetzt muss ich gleich nochmal gucken. Habe ich eigentlich mittlerweile eine Fernwaffe? Es sah so aus, als hätte ich da gerade Pfeile oder sowas eingesammelt. Nein. Schade. Aber ich habe eine neue... Nee, das lassen wir nicht. Die Schuhe sind nicht gut. Neue Waffen vielleicht? Nö.
Vielleicht wechsle ich hier mal die Axt auf die Schwarzstahl-Axt. Nee, warum sollte ich? Das ergibt keinen Sinn. Ihr sagt, man kann die Waffen aufwechseln im Menü. Aufrüstung, Gegenstände, Fähigkeiten erlernen, Status, Auszeichnung, irgendwas. Ist das hier? Ah nein, das ist nur ein Wikipedia. Wo kann ich das tun? Hier vielleicht? Nee. Oh, den könnte ich mir auch mal binden. Salz kriege ich ja natürlich schon genug von den erledigten Gegnern. Wenn sie bedauern, dass sie überhaupt in einem Universum mit mir leben müssen. Pfeile, wusste ich doch. Ich habe Pfeile eingesammelt. Und ganz viele von diesen Bechern? Nein, achso, ich kann ganz viele von denen tragen. Okay, kann ich hier kurz nochmal gucken. Das ist alles Gegenstand der Gewinnung. Okay, kann ich hier irgendwas aufrüsten? Seht ihr irgendwo einen Button zum Aufrüsten? Ich nicht. Ich nicht! Ich glaub nicht! Nee, es geht nicht. So, jetzt ändere ich mal kurz die Haltung. Kann man dann auch so unterschiedliche, das würde mich mal interessieren. Nimmt er jetzt auch, übernimmt er die Haltung? Nein. Also ja. Man kann nicht zwei Waffen mit unterschiedlichen Haltungen ausrüsten und die dann wechseln, sondern man muss immer zwei Waffen, eine Haltung. Ich weiß, dass er hier irgendwo ist, um die Ecke. Wo bist du? Okay, jetzt ist er diesmal nicht mehr hier. Sehr gut. Rüste ich mich vorher nochmal schnell aus. Da war doch einiges drin. Komm, erzähl mir doch nichts. Eine Hose. Eine ordentliche Hose. Das ist wichtig. Das mach ich jetzt nochmal. Einfach so. Fairness ist was für andere. Für Verlierer. Fairness ist für Verlierer. Nimm das. So, was ist hier? In For Honor könnte ich jetzt das Ding umwerfen auf die Hütte und die Hütte wird brennen. Nicht, dass ich mir das unbedingt wünsche. Aber es ist gut zu wissen, dass ich das könnte. Und jetzt bin ich hier und finde keinen Ausgang. Soll ich wirklich wagen, hier diesen Kollegen zu wecken? Oh, das ist aber sehr traurig, dass er da verendet ist. Direkt in der Ecke. Das wünsche ich keinem. Ja, ich mach das mal. Wir gucken mal. Erfahrung ist 1700. Hä? Ist das jetzt gar nicht? Ich dachte, das wäre wieder so ein Zweikampf. Okay, nee, es war einfach nur eine Menge Erfahrung. Sammel das grüne Ding ein. Habe ich gemacht. Ich mache immer, was ihr sagt. Ach, ich kann ja auch einfach nur rennen. So, jetzt gehe ich nochmal zum Speicherpunkt. Und speichere mir den Speicherpunktwund. Denn ich habe so viel Erfahrung, dass ich die eigentlich auch einsetzen will. Jetzt muss ich gleich nochmal gucken. Ah, seht ihr, da sitzen jetzt auch beide. Eine chillt, der andere hilft mir. Bestätigen, ein Segen. Hier kann ich jetzt wohl Werte verbessern. Ist das Opfer ein Gegenstand am Schrein? Habe ich hier irgendwas, was ich opfern kann? Mit Sicherheit, klar. Was brauche ich denn nicht? Die Axt hier brauche ich nicht. Das hier brauche ich auch nicht. Auch wenn ich es gut finde, aber am Ende des Tages. Ah, gelb ist natürlich nicht schlecht, möchte man nicht direkt wegwerfen. Hier sind noch Sachen, die kann ich opfern. Die Hose kannst du sehr gerne haben. Da habe ich diverse starke Feinde drin bekämpft. Die kriegst du nicht mehr rein. Ja, will ich sie wirklich opfern? Ja, komm, will ich. So, habe ich jetzt coolen Amrita bekommen? Ja, habe ich. Verwende Amrita, um deine Werte zu verbessern. Das hätte ich gern. Herz. Ja, ein echter Krieger braucht Herz, aber er braucht auch Ausdauer, haben wir gemerkt. Stärke, Fähigkeit, Geschicklichkeit, Magie und Geist. Was bedeutet Geist? Beeinflusst die Stärke deines Schutzgeistes. Das ist alles so schwer. Das ist Körper. Widerstandskraft. Da ich nicht getroffen werde, brauche ich das nicht. Ki ist immer gut. Schwerter, Bögen. Habe ich aber noch keine. Es ist schon Ausdauer.
Nee, beeinflusst Leben und das Gewicht, das du tragen kannst. Ja, dann machen wir noch komplett alles. Alles auf Ausdauer. Machen wir. Stufe 4. Hat er gut gemacht, der Simon. Hat er seine Werte schön eingesetzt. Habe ich denn noch einen? Nee, habe ich nicht. Das ist sehr komplex. Also ich bin richtig beeindruckt von der Komplexität des Spiels. Das ist wirklich, hört nicht auf, mich zu überraschen. Kann ich den entlassen? Nein, warum denn? Bei der heutigen Joblage? Nein, nein, das bringt mich übers Herz. Am Ende stellt den Trump ein. So, gehen wir weiter. So, ihr lacht gerade. Irgendwas habe ich falsch investiert. Aber so ist das, wenn man ohne FAQ auf dem Boden, ohne FAQ auf dem Laptop, auf dem Schoß dieses Spiel spielt. Da muss man eben auch mal was riskieren. Da kann man nicht einfach nur direkt immer das machen, was anonyme Menschen im Internet befohlen haben. Das sollte man ohnehin nie machen, was die sagen. So, jetzt habe ich aber den Weg auch nicht mehr. Also da war ich ja eben. Hat sich für mich aber nicht ausgezahlt da oben. Was mache ich jetzt? Oh, fuck! Mach noch einmal, komm, einen Schwinger! Ich weiß nicht genau, wo es jetzt weitergeht. Hier ist Ende. Hier kann man nicht weiter, oder? Kann man das? Nein, hier kann man nicht weiter, okay. Ja, es hätte es mir ein bisschen weniger deutlich klar machen können. Ich Idiot, dieses grüne Ding, was wir vorhin gesehen haben, das war meine letzte Leiche. Ja, deswegen, natürlich. Ist ja total logisch. Aber hier vorne, ach, diese anderen sind rot. Okay, das war grün, grün ist gut, rot ist nicht so gut. Dann gehe ich jetzt mal wieder zurück und investiere, vielleicht geht das sogar, den Kram noch. Aber ich glaube fast, dafür ist es zu spät oder zu wenig eher. Kann ich hier irgendwas mitmachen? Gut, dann mache ich halt mal Körper. Geht nicht. 1500, so viel habe ich doch nicht. Kein Mensch hat so viel Amrita. Wir sind arme Ritter. Amrita kennen wir nicht. Ich weiß wirklich nicht, wo ich lang muss. Aber immer wenn ich speichere, fängt alles von vorne an. Ein nie enden wollender Kreislauf des Schmerzes und Verlust vom Körperteil. Nee. Ich gehe jetzt aber nochmal ganz smart den Weg da hoch und gucke, ob ich nicht irgendwas übersehen habe. Ihr könnt mir gerne einen Tipp geben, also wo ich lang muss, weil irgendwie, bevor ich jetzt hier weiter rumeier, es ist zwar okay für meinen Levelaufstieg, ich muss mehr meine Ausdauer pushen. Ja, dann kann ich schon ein bisschen mehr schwingen. Es wird hier mal schön gegrindet. Punkte! Punkte sind alles, was zählt! Okay, ich wollte ihn finishen, aber ich war zu sehr in meinem Morddrang. Und im Move. Und kam nicht mehr. Oh, da geht's lang. Ich Idiot, natürlich, ich denke, hier ist das Ende. Da geht's lang. Oh Mann. Blöd. Jetzt kamst du raus. Wie hast du das denn gemacht? Letztes Mal warst du weg. So, es wird zu langweilig mit der Waffe. Gehen wir mal wieder zur Axt. Oh, shit. Was ist denn hier passiert? War das nicht... Irgendwie habe ich das Gefühl, das war vorhin anders. Als wäre da nur einer gewesen, statt drei. Mit Drehung. Was? Das ist das Ende? Oh nein!
Furchtbar. Ja, tut mir leid, wir sind jetzt am Ende angekommen. Ich werde noch schnell speichern und vielleicht werden wir, nachdem ich auf der Gamer Developers Conference in San Francisco war, nächste Woche, nachdem ich in London war, 2 Wochen, vielleicht werden wir dann ein weiteres Mal Nioh spielen. Wir planen nämlich eine Rubrik, in der ihr dann, das haben wir in der Content-Evaluation irgendwann schon mal angeteased, in der ihr am Ende immer entscheiden könnt, ob es noch eine Folge geben soll oder nicht. Weil es ein sehr intensives, langes Spiel ist, wollen wir jetzt nicht den ganzen Sendeplan mit Zugleistern und dann irgendwie 50 Folgen abdrehen. Das wäre irgendwie, hat keiner was von. Aber wenn es euch gefällt, würden wir dann weiter voten. Das gibt's aber erst dann in 3 Wochen. Freut euch drauf. Ein schönes Spiel, macht mir Bock. Ich werde es vorsorglich mal nicht spielen, weil ich will, wenn ich spiele, dass es zum ersten Mal der Fall ist, damit wir alle was davon haben. Ne? Bis dann. Tschüss.